Kapitel 1 der Vorlesung Information Retrieval. Abgrenzung. Eine klassische Abgrenzung des Information Retrieval von anderen Fachgebieten ist die vom Datenretrieval mithilfe traditioneller Datenbanktechnologie nach Van Rijsbergen. Anders als in Datenbanken können die durch ein Information Retrieval System indizierten Objekte, hier Dokumente, nicht exakt einer Anfrage zugeordnet werden. Stattdessen wird typischerweise nur eine partielle Übereinstimmung festgestellt, wobei das Konzept einer exakten Übereinstimmung kaum tragfähig ist. Die Informationsbedürfnisse sind hierfür üblicherweise zu vage und die indizierten Dokumente decken üblicherweise nicht alle möglichen Antworten ab. Neben partieller Übereinstimmung soll ein modernes Information Retrieval System das bestpassendste Dokument zu einer Anfrage identifizieren und alle übrigen in absteigender Reihenfolge sortieren. Analog dazu wird beim Datenretrieval die Passgenauigkeit eines Datenbankobjektes zu einer deklarativen Anfrage algorithmisch hergeleitet. Es handelt sich dabei um eine deduktive Inferenz. Das retrievte Objekt passt definitiv zur Anfrage und alle nicht retrievten Objekte passen definitiv nicht dazu. Im Information Retrieval wird dagegen lediglich vorausgesetzt, dass eine Anfrage ein paar der Eigenschaften der gesuchten Dokumente enthält und darüber generalisiert. Es herrscht die Annahme, dass Dokumente, die die Wörter einer Anfrage enthalten, besser zur Anfrage passen als diejenigen, bei denen das nicht der Fall ist. Dem liegt ein induktiver Schluss zugrunde. Retrievte Dokumente passen nicht notwendigerweise zur Anfrage, noch werden notwendigerweise alle passenden Dokumente durch die Anfrage retrieved. Die Retrieval-Modelle beider Gebiete unterscheiden sich demzufolge grundsätzlich. Während das Data Retrieval auf ein deterministisches Retrieval-Modell aufbaut, liegt im Information Retrieval eher ein probabilistisches zugrunde. Insbesondere können neu zu einer Suchmaschine hinzugefügte Dokumente die Bewertung bereits vorhandener bezüglich einer Anfrage beeinflussen. Die Klassenzugehörigkeit von Datenbankobjekten zu vordefinierten Klassen ist üblicherweise monothetisch, also abhängig von einer Reihe notwendiger und hinreichender Eigenschaften. Im Information Retrieval ist diese Forderung hingegen zu restriktiv. Eine polythetische Klassenzugehörigkeit ist ausreichend. Die Klasse Person ist in einer Datenbank beispielsweise anhand von exakt vorgegebenen Attributen bestimmt und damit auch die Zugehörigkeit jedes Datenbankobjektes anhand seiner Attribute bestimmbar. Dokumente hingegen können über verschiedene Aspekte von Personen sprechen, jedoch kann man von keinem Dokument erwarten, dass es alle Aspekte aufgreift. Dennoch gehören alle Dokumente über Personen, die nur einige der denkbaren Attribute aufweisen, zur Klasse. Die Anfragesprache von Datenbanken ist künstlich. Nutzerinnen oder Nutzer müssen eine deklarative Programmiersprache lernen. Im Information Retrieval dürfen die Anfragen hingegen als Sammlung von Schlüsselwörtern oder auch als ganze Sätze einer natürlichen Sprache gestellt werden. Die Spezifikation von Anfragen ist nicht vollständig definiert, sondern offen. Die möglichen Suchbegriffe und ihre Zusammenstellung sind dem Nutzer unbekannt. Die Erwartung der Nutzerinnen oder Nutzer beim Datenretrieval ist es, sämtliche passenden Objekte zu einer Anfrage zu erhalten, wobei zwischen den Objekten kein Unterschied besteht und demzufolge auch die Reihenfolge keine Rolle spielt. Im Information Retrieval erwarten die Nutzer zuvorderst die relevanten Dokumente, wobei jedes Dokument eine unterschiedlich starke Relevanz zur Anfrage aufweisen kann. Fehler in der Anfrage werden beim Datenretrieval entweder mit leerem Ergebnis, einer Fehlermeldung oder im schlimmsten Fall mit Daten quittiert, die nicht den vom Nutzer oder der Nutzerin intendierten Daten entsprechen. Im Gegensatz dazu ist das Information Retrieval deutlich robuster gegenüber falschen Anfragen. Also Anfragen, die teilweise die falschen Termini beinhalten. Es wird immer ein Ergebnis geben und der Nutzer wird seinen Fehler zumeist schnell bemerken, beziehungsweise die gelieferten Dokumente passen immer noch partiell zum Informationsbedürfnis des Nutzers bzw. der Nutzerin. Diese Gegenüberstellung kann nicht bloß als Auflistung von Gegensätzen aufgefasst, sondern auch als die beiden Enden eines Spektrums der Möglichkeiten mit einer Reihe von Zwischenwerten betrachtet werden. Ein Beispiel hierfür ist das strukturierte Retrieval in XML-Dokumenten, bei dem sowohl Aspekte des Datenretrievals als auch Aspekte des Information Retrievals vertreten sind. Das Information Retrieval dreht sich um das Retrieval von für Nutzer oder Nutzerinnen nützlichen Daten.
Die Nützlichkeit von Daten, die sie erst zu Informationen werden lassen, liegt strikt im Auge des Betrachters, hängt also von der Interpretation der gelieferten Daten ab. Dies ist ein weiterer Gegensatz zum Retrieval von Daten aus Datenbanken, denn hier wird lediglich deklariert, wie die Daten auszusehen haben, die retrieved werden sollen, anstatt dass ein Nutzer sie inhaltlich bzw. von ihrer Bedeutung her umschreibt. Zur besseren Einordnung können hier die aus der Semiotik weithin bekannten Begriffe Syntax, Semantik und Pragmatik dienen. Die Semiotik ist die Wissenschaft der Zeichen und bedeutungsvoller Kommunikation. Per Definition haben wir das Information Retrieval als das Forschungsgebiet eingeführt, das die Rolle von Informationssystemen im Wissenstransfer zwischen Menschen über Dokumente und Daten betrachtet. Mithilfe der Semiotik können wir diesen Wissenstransfer und seine Ebenen genauer beschreiben und an den Begriffen Daten, Information und Wissen aus der Informationswissenschaft ausrichten. Kommunikation geschieht auf einem Kommunikationskanal, über den Nachrichten ausgetauscht werden. Diese Nachrichten müssen kodiert und interpretiert werden. Für gegenseitiges Verständnis müssen die Nachrichten aus zuvor vereinbarten Zeichen in einer vorgegebenen Syntax kodiert werden. In der Semiotik können Zeichen alle Arten von Symbolen, Wörtern, Bildern, Tönen bis hin zu ganzen Sätzen und Texten, aber auch die Symptome einer Krankheit sein und viele mehr. Die syntaktische Ebene der Kommunikation dreht sich um die Fragen, wie ein Zeichen etwas bezeichnet und wie einzelne Zeichen zu anderen stehen müssen, damit eine Nachricht Bedeutung tragen kann. Zum Beispiel sei vereinbart, dass die Zeichenkette 10-2-2018 nur in dieser Form einen Sinn ergibt und dass wir die einzelnen Zeichen nicht einfach durcheinander würfeln dürfen. Die semantische Ebene dreht sich um die Frage, was ein Zeichen bezeichnet. Nehmen wir beispielsweise an, dass die gerade genannte Zeichenkette das heutige Datum bezeichnet. Dies wäre bereits eine Interpretation, die inhaltliche Nachricht der Zeichenkette an ihren Betrachter. Wir können die semantische Ebene weiter unterteilen und die sigmatische Ebene einführen. Wir stellen hier die Frage, was ein Zeichen bezeichnet, auf zwei Weisen. Einmal vom Objekt her und noch einmal von der Bedeutung her. Das Objekt der Zeichenkette ist schlicht ein Datum. Die Bedeutung jedoch das heutige Datum. Die pragmatische Ebene dreht sich um die Frage, warum und wofür ein Zeichen etwas bezeichnet. Über die Bedeutung eines Zeichens wie dem heutigen Datum hinaus stellen wir uns hier die Frage nach der Bedeutung eines Zeichens im Kontext ihrer Verwendung. Das Beispiel wirft die Frage auf, ob ich den Geburtstag meiner Mutter vergessen habe. Zur Klärung der Frage benötige ich das heutige Datum. Abgeglichen mit meinem Vorwissen über das Geburtsdatum meiner Mutter ist die Frage zu bejahen. Die Nützlichkeit von Informationen erschließt sich damit erst auf der semantischen und oft sogar erst auf der pragmatischen Ebene in der semiotischen Betrachtung. Die am besten funktionierenden Suchmaschinen versuchen schon heute, den Kontext eines Nutzers bzw. einer Nutzerin mit in das Retrieval einzubeziehen. Das Machine Learning und das Data Mining sind allgemein betrachtet Werkzeuge der explorativen Datenanalyse. Im Kern aufbauend auf statistischen Verfahren zum Hypothesentesten und zur Datenbereinigung ermöglicht das maschinelle Lernen die überwachte Generalisierung von erkannten Zusammenhängen und die Erstellung von entsprechenden Modellen. Komplementiert mit Methoden des Data Minings, also der unüberwachten Analyse von strukturierten und unstrukturierten Daten, werden so dem Datenanalysten tiefe Einblicke in Datenbestände ermöglicht. Diese Methoden sind jedoch kein Selbstzweck, sondern sollen zur Entscheidungsunterstützung dienen. Sie sind integriert in die vom Business-Analysten genutzten OLAP-Werkzeuge, die die Erstellung von Reports auf Basis der intelligenten Auswertung von großen Datenmengen unterstützen. Ein weiterer Baustein neben der zielgerichteten Analyse ist die Knowledge Discovery in Databases, bei der explorativ neues, zuvor unbekanntes und unerwartetes Wissen aus großen Datenmengen erkannt werden soll. Kombiniert unter anderem mit Werkzeugen zur Informationsvisualisierung wird so das Reporting und schlussendlich die analytische Entscheidungsfindung unterstützt.
Wiederum ausgerichtet an den Ebenen der Semiotik ist die syntaktische Ebene Teil der statistischen Analyse. Das Data Mining und das maschinelle Lernen auf der sigmatischen Ebene und OLAP sowie KDD auf der semantischen und pragmatischen Ebene einzusortieren. Das Retrieval von Informationen steht hier am Übergang zwischen Analyse und seinem Gegenstück, der Synthese. Das Retrieval hat analytische Bestandteile, aber dient auch als Fallbasis für die Komposition von Neuem auf Basis von Existierendem. Gleichzeitig fließt die Methodologie der explorativen Datenanalyse direkt in die Konstruktion von Information Retrieval und Information Extraction Verfahren mit ein.